Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Heute mal interessante News. Hello and welcome to our new video for Fortnite. These are news about a new tournament. It was just a day ago. It was the Skirmish Tournament. And ja, da gab es ein Turnier. Das Skirmish-Turnier, das war jetzt gestern oder vorgestern gewesen. Und da geht es momentan richtig heiß zur Sache. Die Reddit-Foren sind voll mit diesem Thema. Weil, wie ihr es da oben seht, nicht Tfue, nicht Ninja, Nein, nein, nicht Equan. nicht Dequan, keiner von denen hat das Ding gewonnen, sondern iDrops Buddies. Ein Konsolenspieler, Ein Konsolenspieler. der in Kämpfen nicht baut. Ja, Moment, ein Konsolenspieler hat dieses Turnier gewonnen und damit 130.000 Dollar. Ja, und da gab es dann doch einige, die da auch sehr irritiert gewesen sind. Also Tfue hat sich dann gleich mal auch ein Video von dem angesehen und hat sich dann doch sehr gewundert, wie der auf der Konsole kämpft. Also ohne zu bauen geht er in die Kämpfe rein und gewinnt. Also Gewinnt gut. gegen Tiffy. Aber, na gut, okay. Also, what I want to say is just have a look at this standings. Not Tfue was not winning, Ninja was not winning, TSM Dequan was not winning, iDrops Buddies was the winner of this tournament. Of Yeah. course, Nick Marks and Face Cloak are very, very good players, And he but won 130,000 dollars. $130,000. That's Dollars. very, Yeah, very this is much. very, very, very much. And the Reddit forums are full of this story because many of the people are thinking that this was that iDrops Buddies was using a hack. Yeah, we don't know really about this. Epic hat sich jetzt diesem Thema natürlich dann sofort angenommen. Ich meine, ey, da geht es um 130.000 Dollar, ja, und jeder sagt, der Typ hat einfach nur gehackt. Das kann nicht sein, dass er das gewonnen hat. Und jetzt gibt es ein offizielles Statement von Epic. Die haben tatsächlich angeblich hier, also ich glaube denen das auch, also die haben da, das gecheckt, ja, und nun haben, sagen, nein, es liegt kein Foul Play vor. Also es wäre nichts in der Richtung passiert. Sie hätten tatsächlich cross-checked. Also sie hätten diese PS4-Maschine von dem mit den IDs und den IP-Adressen und so weiter. Alles gecheckt. Und es wäre alles in Ordnung gewesen bei diesem Match oder bei diesem Turnier von iDrops Buddies. Sie hätten keinen Fehler, keinen Hack oder so entdecken können. Also, Epic made now an investigation of this story and they determinate no foul play. They say they cross-checked the PS4 machine ID and the IP addresses and so on and iDrops Buddies really eliminated every player, and this was proven. Alleged. Yeah, this was proven because of this checkup. So, what are you thinking? What do you think about this? Was denkt ihr denn darüber, Leute? Hat iDrops Buddies gehackt oder nicht? Oder sagt mal eure Meinung dazu. Has he used a hack? What are you thinking about? Write it in the comments and we would be very happy about a thumbs up and a subscribe. Subscribe. Yeah, Subscription ist gut. wir wären sehr, sehr froh, wenn ihr uns einen Daumen hoch geben würdet und uns abonniert. Ja, wir werden jetzt auch Kommentar? öfters Ja, mal. wir werden auch Kommentare einblenden. Das haben wir wieder vergessen im Video. Ja, gut, wir haben jetzt Hardware. wenig Zeit Ja, gehabt, aber das wollten wir schnell mal raushauen, das Ding hier. Aber es werden noch andere News kommen, auch zu diesem 5.1 Update. Da gibt es nämlich auch noch ganz interessante Sachen. We will bring you news about a 5.1 Update yesterday. Some interesting stuff in there.
So, yeah, goodbye, have fun. Tschüss, habt Spaß. Wir sehen uns dann, tschüss. Ciao.